Ja, grüß Gott. Ah ja, grüß Gott, Frau Niebauer. Nehmen Sie Platz, bitte. Danke. Was haben Sie denn für Beschwerden? Ja, ich war letzte Woche eigentlich krank. Ich habe Schnupfen gehabt und Husten und ein bisschen Fieber. Und jetzt ist es so, dass der Husten nicht weggeht. Ich habe den noch immer und es tut mir richtig weh bei jedem Mal Husten. Und ich denke, das muss sich vielleicht anschauen lassen. Ja, das ist auf jeden Fall gescheit, wenn Sie das mal anschauen lassen. Ich werde Sie mal kurz abhören, wenn Sie bitte den Oberkörper frei machen. Okay, dann ganz tief einatmen und ausatmen. Und nochmal einatmen und ausatmen. Okay. Ja, Frau Niebauer, das ist schon noch sehr, sehr verschleimt. Und also es hört sich schon nach einer ziemlichen Bronchitis an. Also ich würde Ihnen ganz gerne ein Antibiotikum verschreiben und auf jeden Fall auch etwas Schleimlösendes, weil es ist noch total verschleimt. Ja, und dann ist es eben ganz wichtig, ganz viel trinken. Jeden Tag mindestens 2 bis 3 Liter Flüssigkeit, am besten Tee, ungesüßten. Und damit sollte man das eigentlich relativ schnell in den Griff kriegen können. Das Antibiotikum bitte 7 Tage nehmen, nicht früher aufhören. Und ich schreibe es jetzt krank, bis zumindest mal bis Freitag. Und würde Sie bitten, dass Sie auf jeden Fall am Freitag vorbeikommen. Okay, das mache ich. Gut, das Rezept kriegen Sie dann draußen bei der Sprechstundenhilfe. Und ja, am besten ist, Sie machen sich gleich einen Termin für Freitag aus. Okay. Gut, Danke schön, auf dann Wiedersehen. Wiederschauen.